So sieht es jetzt von innen aus. Ich habe jetzt eine Reihe von Löchern gebohrt und die bohre ich jetzt mit einem richtig großen Bohrer nochmal auf. Und dann hoffe ich, dass ich an der richtigen Position bin. Ich habe es von draußen immer ein bisschen kontrolliert und dann schiebe ich da ein hartes Rohr. Ich bohre die Löcher auf mit einem 40 mm Bohrer und ihr seht, die Maschine und der Bohrer zusammen sind richtig schwer und man braucht richtig viel Kraft, die Maschine zu halten. Den Rest zwischen den Bohrlöchern werde ich dann rausmeißeln. Bei solchen Arbeiten ist es ganz wichtig, dass die Maschine eine Rutschkupplung hat, die dann auslöst, wenn der Bohrer sich verkantet. Sonst kann man sich da wirklich den Arm oder das Handgelenk brechen.